Hallo Leute, hier ist Jonas von Mr. Bombolonia CTV. Heute mit dem zweiten Teil vom Hongnor X2 CRTBL Brushless Truggy. Ich habe Elektronik installiert und neue Reifen. Wie schon gesagt, die alten Reifen sieht man da hinten im Hintergrund. Das sind der letzte Scheiß. Ich hole sie mal kurz vor die Kamera. Das Profil ist ganz okay, aber die Felgen sind hässlich und die Einlagen sind auch bescheiden. So, ich habe jetzt ein Brushless-Set gekauft. Das ist ein CS Elektronik Bison. Ich weiß ja, ihr habt mir alle Hobbywing geschrieben, aber ich habe von einem Bekannten, der wirklich richtig hart in Modellbau ist, der hat auch einen Bison und ein Bekannter von meinem Bekannten hat auch einen Bison und die sind richtig gut. Das kostet nur 200 Euro, also das Hobbywing kostet ja mehr. Kostet, glaube ich, 220 auf eBay. So, das hat... Mal auf die Rückseite. Das hat eben die 2200 kV, geht bis 6S. Ja, normal halt. Der Tenshock, nee, nicht Tenshock. Also das ist ein CS-Elektronik-Motor, aber nur gerebrandet. Es ist anscheinend ein Tenshock-Motor, 6-Pol. Und der ist wirklich richtig fett, der haut ganz schön rein, sogar auf 4S. Und 4S ist ja für Truggies eigentlich nicht so besonders hammerharte Power, aber der haut schon echt rein, schon auf 4S. Wenn das Brushless-Set dann irgendwann doch nichts sein sollte, dann verkaufe ich das und kaufe mir dann doch vielleicht mal ein Hobbywing. Aber ich glaube, die Regler vor allem sind wahrscheinlich so alle ziemlich gleich und deswegen glaube ich, bringt das auch, glaube ich, gar nichts. So, die Reifen. Gehen wir ein bisschen wieder runter. Das sind J-Concept 7s. Sind die blaue Mischung, also das heißt, dass die weich sind. Aber allerdings auch nicht so weich, wie im Internet beschrieben, sondern die sind härter. Also blaue Mischung ist das jetzt nicht. Ich glaube, es gibt noch grün. Grün ist härter. Ich würde eher grün. Ich würde eher sagen, dass es grün ist. Aber die Reifen sind perfekt. Sind wirklich Bombe für das Auto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bessere bekommt. In der Preiskategorie vor allem. Ich habe die auf eBay für 13,95 Euro bekommen, ein Paar. Also zwei Reifen plus Felge. 13,95 Euro, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie billig das ist. Man bekommt erstmal die Reifen einzeln bekommt man für 20 Euro. Und vier so Felgen kosten auch 20 Euro. Also ich habe da schon ordentlich gespart. Ich mache noch vielleicht einen Link in die Beschreibung. So, jetzt zeige ich euch das mal von innen. Dass ihr noch mal einen Überblick vom Kabel kommt. Ich zoome rein. So, unten links sieht man jetzt den Brushless Motor. Das ist eben der Bison 2200 kV 6-Pol Motor. Der ist erstaunlicherweise lang. Es gibt ja welche, die sind 65 mm, aber das ist einer der längeren. Ich glaube, ich halte mal kurz ein Lineal dran. Ja. Der hat... Der hat 70 mm. Also 70 mm langer Motor und der ist dann 80 mm lang mit Motorwelle. Also das ist einer der großen. Der Regler ist, glaube ich, so ein gerebrandeter Trackstar von Hobby King. Also nichts Besonderes, aber der ist auch ganz gut, einfach zum Einstellen. Man hat ja auch eine Programmierkarte im Set mitgeliefert. Die habe ich jetzt aber gerade nicht zur Hand, aber es ist so eine ganz einfache. Die sieht ungefähr so aus wie die Castle. Die Castle sieht so aus. Also die sieht eigentlich gleich aus. Ungefähr so, ein bisschen dicker, ohne das Herausstehende da. Ich würde auf jeden Fall noch ein Fahrvideo machen. Auch 4S, ich kann nicht 6S fahren, ich habe keine 6S Lipos und ich habe auch nicht zwei identische 3S Lipos, deswegen erstmal 4S. Ich könnte theoretisch gesehen drei 2S Lipos in Reihe schalten. Ich weiß aber nicht, wie man das mit 3 macht und das wäre mir für euch ein bisschen zu kompliziert. Ich habe jetzt einfach die 2 mit so einem Seriellstecker gemacht, den habe ich selber gelötet. Also
So eine Lötaktion ist eine Sache von 10 Minuten, also das ist überhaupt nichts. Ja, dann kommt auf jeden Fall noch ein Fahrvideo. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wie immer, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.